Styx, Shards of Darkness, Mission 7, Manipulation. Styxi wischt den Boden und riecht am Kehricht und hat vorher hier, was hast du eigentlich gemacht? Ach, du hast dir einen Dolch besorgt, genau, den Dolch von Priesterin Maolak. Und dieser Dolch gehört zwischen die Rippen des Zwergengesandten. Darum flieh aus dem Heiligtum. Unbezahlbar. Mission 7, Manipulation, der Adelsbezirk. Styx hat Maolaks Opferdolch im Heiligtum gestohlen. Jetzt muss er nur noch den Gesandten der Zwerge finden und ihm den Dolch in den Rücken stoßen, ohne dabei gesehen zu werden, damit der Verdacht auf die Dunkelelfen fällt. Das wird keine leichte Aufgabe, da der Gesandte permanent in Begleitung seiner Leibwächter ist. Dennoch ist es für Styx und Jarak die einzige Möglichkeit, einen Konflikt zwischen den Dunkelelfen und den Zwergen auszulösen und so Lysrils Macht zu brechen. But father, that elf insulted us. That wasn't a good reason to smash his bones. His death was more merciful than he deserved. Wow, this guy's all heart. I'd rather kiss a dwarf's ass than hang out with that huge freaking psycho. Hawkeye, your anger will be our doom. I just gotta find this dwarf diplomat, get rid of him, and the highlight of the show, make it look like Maolak killed him. And all that with no witnesses and without triggering alarms. You got that? Ja, ich hab's verstanden. Speichern! Ja, was muss ich denn machen? Also ich darf wieder mal keine Leiche verursachen, beziehungsweise natürlich schon, aber nicht finden lassen. Und irgendwie muss ich erstmal sehen, dass ich ja Land gewinne. Das ist alles gar nicht so einfach. Geh mal runter. War das richtig? Ich glaube, das war falsch. Das ist aber auch egal. Geh ich halt mal da drüben hin. So. Ach, die kommt gerade. Schnell, schnell, schnell. A little green hot sauce is not bad. For me at least. Trinkst du jetzt was? Ach, du bist ein Schatz, weißt du das? Oh, hier. Eisenerz und instabile Spore. Gleich mal die erste Gegnerin. Liosch! Was heißt eigentlich Liosch? Ich verstehe es nicht. Ein bisschen Licht aus, kann nicht schaden. Was gibt's hier? Eine Werkbank. Insekteneier, die ich aber nicht mehr einsammeln kann. Außerdem Goldharz, das geht noch. Und jede Menge Gegner. Und da draußen, da schwirrt so eine blöde Wespe. Weg. Du nervst mich. Die nächste. Pocket Sand. Ekelhaft. Hier, noch eine Spore. Und dann kümmere ich mich erstmal um die Ritter da drinnen, aber es ist vielleicht besser, die Seite zu wechseln. Ich nehme mal den gleichen Weg, den ich gerade gekommen bin, denn hier gibt es ja so ein praktisches Seil. Ich habe wie immer den Sektor einmal geübt, daher weiß ich noch und wieder, dass hier ein anderes praktisches Seil hängt. Und dann gibt es hier viele praktische Felsen, praktische Geländer. Und auch praktische Haken. So, Vorsicht, ist hier jemand? Hier ist jemand. Oh.
kamst du denn gerade her? Da sind zwei in dem Raum, das ist schlecht. Wobei ihr beide gerade... So, erstmal die Lage checken. Ich habe jetzt hier was vergiftet. Ich wusste noch, dass da was zu vergiften ist. Von meinem Übungsdurchgang. Und jetzt hoffe ich, dass möglichst bald jemand einen ganz, ganz tiefen Zug davon nimmt. Zum Beispiel du. Nein, du hast keinen Durst. Das ist schlecht. Ich weiß auch gar nicht, ob du überhaupt trinkst. Oder ob das eher die andere Person tut. Mal kurz den Schrank wechseln. Ich weiß zwar auch nicht so genau, warum ich das gerade gemacht habe, aber... Ne? Man kann ja mal mehrere Schränke ausprobieren. Irgendwer von euch muss doch mal was trinken. Aber wer? Vielleicht sie jetzt doch... auf ihrer zweiten Runde. Vielleicht trinkt sie nur bei jeder zweiten Runde. Das ist manchmal so. So, horch. Ja. Schön. Sie trinkt was. Und dann würde ich doch mal die andere Ritterin hier in diesen Schrank locken. Die Frage ist, ob sie jetzt überhaupt... die andere sieht. Doch, die sieht sie, weil sie ja hier durch die Gegend läuft. Gleich macht sie ein riesen Theater. Nee, macht sie nicht, weil sie ist blind wie ein Fisch. Beziehungsweise wie ein Maulwurf. Fische sind ja gar nicht so blind. Jetzt geht sie wieder raus. Und wieder weg. Okay. Für ihre nächste Runde muss ich vorbereitet sein. I'll never get used to that. Ja, ja. Wo ist denn der Klon? Der Klon ist unterm Tisch. Mach mal hier aus, das ist sicher wahr. Du musst von hier grölen. Na was denn, du? Little more. Ah, ich sehe nur einen Nebel. Aber die Ritter hier in diesem Raum sind Geschichte und ich finde, meine Belohnung ist eine instabile Spore. Womit ich mich doch zufrieden gebe. Nein, ich gebe mich nicht zufrieden, weil hier gibt es noch dreimal Eisenerz. Eisenerziges Eisenerz. Goldharz geht schon wieder nicht mehr. Und hier drin habe ich keine Werkbank. Ja, als nächstes müsste ich mal da draußen, da gibt es diese Ritterin mit der Mutantenschabe, genau. Und die Mutantenschabe muss weg. Das geht am besten, wenn man dann die Tür aufmacht, wenn da die Kollegin gerade vorbei ist, weil das die Schabe aufregt. Und die Schabe dann stehen bleibt und die Kollegin aber weiterläuft. So. Huh. Dann Klon. Du hier rein. Und dann, wenn die patrouillierende Ritterin hier vorbeiläuft an der Tür. Mal heiser krächzen. Oh. Ja, so schnell konnte ich nicht klicken. Hey. Was heißt denn hier, hey? Durchsuch den Schrank, durchsuch den Schrank, durchsuche den Schrank, den Schrank, den Schrank. Was machst denn du auf dem Balkon, Mädchen? Das ist nicht zu glauben. Ja, 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 ja. Hier, Schrank, 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 Schrank. Mann.
Jetzt muss ich ja mal die Seite wechseln. Das wird gar nicht so leicht. Aber ich glaube, es ist gerade sehr günstig. Dann hier hinauf. Und eigentlich einfach nur darüber. Die Frage ist, sieht die mich? Also die da, sieht die mich? Ja, vielleicht muss die zuerst weg. Ja, die muss wahrscheinlich zuerst weg. Ich fürchte, die sieht mich, wenn ich oben auf der Glocke drauf hocke. Das heißt, ich brauche hier einen Klon. Hier lang, du bist zu schnell. Hier. Hier vorbei. Ja. Gut. So, jetzt habe ich da noch eine Lady und die Lady hat die angenehme Angewohnheit, ab und zu unter einer Glocke zu stehen. Wie auch jetzt gerade. Das ist allerdings auch schlecht, weil ich da noch einen kompletten Zyklus warten muss. Hier ist übrigens ein Artefakt. Und jetzt muss ich leider hier warten, bis sie zurückkommt. So. Und da ich Pfeile sparen möchte, muss ich womöglich noch einen weiteren Zyklus von ihr abwarten. Ist leider so. Aber ich glaube, das geht auch ganz gut von Hand, weil die ja unter der Glocke stehen bleibt. Das heißt, ich muss eigentlich nur darüber. Und hier oben warten, bis sie dahinter gelaufen ist auf den roten Teppich und dann wieder zurückkommt. Und ich würde mal sagen, im Video beschleunige ich das gerade mal ein bisschen. So. It's a trap. Jetzt kommt eine nach oben. Eine, das ist gut. Denn die muss weg. Und ich habe Glück, die andere kommt auch gleich noch. Perfekt. So. Ja, also besser ging es eigentlich fast gar nicht. Und jetzt kann ich da unten ganz vorsichtig sein. Irgendwo ist hier noch eine Schabe, aber ich glaube, die ist irgendwo draußen. Da hätte ich noch eine Ritterin. Und weg. So. Tja. Hier draußen vor dem Tor steht auch eine Ritterin. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich die draußen kille oder hier drin. Aber ich glaube, hier drin habe ich ja nichts mehr, oder? Die Glocke ist schon verbraucht. Also Falle geht natürlich immer, aber ich will ja ressourcenschonend vorgehen. Hier drin habe ich da noch irgendwas? Nee, alles schon belegt. Mach mal was. Baste mal zwei Fallen. Und einen Dufttrank. Nee, eine Säurelösung. Also die Truhe hier ist schon belegt. Und drüben auf der anderen Seite habe ich nur zwei Schränke und ich glaube, die sind auch beide schon belegt. Richtig? Ja. Die sind schon belegt, beide. Hm.
Und hier draußen hätte ich zwar noch eine Truhe, aber so weit kriege ich die nicht gezogen. Das klappt nicht. Nee, dann hat sie Glück. Dann wird sie erst später gekillt. Hatte noch ein bisschen Schonfrist. Aber weil es meine Angewohnheit ist, mache ich zumindest mal hier das Licht aus. Ja, das findet sie schon komisch. Aber am Ende nicht komisch genug. So. Und für mich geht es jetzt weiter. Wir drücken schon der Fortbewegungstechnik. Und zwar... da hinten hin. Da sind zwei Elfen. Achtung. The presence of these drunken dwarfs is unbearable. It's an insult to the harmony of the great cycle. Now that they've finished the machine, let's hope that Her Holiness Lysrel soon throws them out. If they don't leave soon, know that blood will flow. There are many Kestisil who wish to make them pay for their repeated transgressions. Ihr und eure komischen Regeln und Gesetze und Riten und Rituale. Also diese Lysrel, die tickt irgendwie nicht richtig. So. Oh. Versteck dich. Curious. Was machst denn du da? Du hast irgendwas gesehen und suchst dann da hinten, das verstehe ich nicht. Guck, guck. Ah, der war irgendwie komisch. Der hat irgendwas gesehen. Aber ich dachte, er rennt dann hier in meine Richtung und rennt mir in den Dolch, aber das hat er gar nicht getan. Das war ja schlau, aber er hat hier hinten gesucht. Das war nicht so schlau. Zwei Kastesil weniger. Aber jetzt geht's da drin weiter. Etablierte Spore. Licht. Goldharz. Artefakt. Eisenerz. Hier sonst nichts. Hier kann ich mal die Tür aufmachen. Unten ist irgendjemand. Tür auf. Und ich meine mich zu erinnern, dass das da unten Zwerge wären, was sehr unangenehm ist. Hier gibt es noch einen Tisch und eine giftige Spore, als ob das Spiel mich darauf bringen möchte, da unten Fallen zu benutzen. Als ob ich jemals Fallen benutzen würde. So, da ist ein Zwerg. Runter, runter! Mensch. It's the ambassador's fucking personal bodyguard. As long as he's around, I can't make a move here. Some Moskum. Was? Moskum? Das waren die Ambassador's Personal Guards. Und die leben in einer Dunkelelfenabsteige mit... Müll unterm Tisch und einer Zucchini unterm Tisch. Bei mir liegt auch immer regelmäßig eine Zucchini unterm Tisch. Bei euch nicht? Da, das nächste Artefakt. Jetzt ist da noch einer. Da. Da kann man ihn sehen. Und idealerweise würde ich den auch in eine Falle locken. Ich überlege gerade, ob ich das nochmal genau so mache. Aber es spricht ja eigentlich nichts dagegen. Durch diese hohle Gasse muss er kommen.
quiet as a troll. Ja, und es dump es, I don't know. Was ist denn dumm? Weiß ich nicht. Trolle? Ja, Trolle sind nicht unbedingt so dumm. Die werden da nicht reingelatscht, beziehungsweise doch, weil sie aber wissen, dass es ihnen nichts ausmacht. Ich habe das mal probiert in der letzten Mission in dem Sektor mit der Prüfung. Wo da dieser Troll war, da habe ich dem Troll mal in meinem Probedurchgang eine Giftfalle hinter die Füße gelegt und dann gepfiffen und er ist drauf getapst und es hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Also gejuckt schon, aber es hat ihn nicht ernsthaft beschädigt. Geht das? Ne, geht nicht. Licht aus. Oh, 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 da draußen sind zwei. Oh, das ist gefährlich. Ich überlege gerade, ob hier ein Klon hilft, aber auch ein Klon darf sich hier nicht sehen lassen. Darum alles Handarbeit. Der Klon darf aber gerne mal locken. Lithril hears you. Oh yeah. What the? Das war genau die falsche Reihenfolge. Menschenskinder Sticks. Oh, was das doch funktioniert hat. Ist nicht zu glauben. Irgendwo latscht hier einer rum. Wo denn? Na, ist auch egal. Leg ich mal irgendwo ab. Denn das hier, das Häuschen, in dem ich gerade hier so rummorde, das ist nämlich schon das Büro des Zwergengesandten. Und dem sollte man ja nicht unbedingt Leichen in den Weg legen, wenn man ihn selbst zu einer machen möchte. Wo läuft hier ein Ritter lang? Ich weiß es nicht. Ach, da unten. Ja, das kann sein. Oder da hinten. Ja, das sind die Sorgen von morgen, beziehungsweise von nachher. Jetzt geht's hier erstmal rauf. Hier in dem Häuschen dürfte jetzt keiner mehr sein. Also dann auf den Zwergengesandten zum Meucheln. Hier aufs Dach. Beziehungsweise ans Seil. Target acquired. I'll have to get him alone. I'll never get to him as long as he's flanked by his two drunken guards. As an ambassador, he must receive messages every day. There should be a way to slip one in of my own creation that will convince him to come out alone. An indecent proposal he can't refuse. Quartz! At a knockdown, these dwarfs get so bored, he won't be able to pass up on an opportunity to do something fun and get rich. Ja, da hackt Sticks gerade einen Plan aus, den ich aber nicht benutzen werde. Seems a shame to try and hide such a lovely smell. Da unten ist nämlich schon der Zwergengesandte und ich gehe mal ganz schnell in den Schrank. Und die erzählen irgendwelchen Kram. Irgendwas gegen Goblins. Da ist er. Erledigt. Auch ohne irgendwelche gefälschten Briefe oder irgend sowas. Tat vertuschen. All that's left to complete my job is to accidentally let Maulak's dagger fall. Oops. The dwarfs will think it's these treacherous dark elves that did it. Well, well, what's this drawing in his pocket? Some kind of machine. Damn, it's written in dwarvish. Okay, better get out of here. Maybe Jarak will know what it's all about. Naja,
Das ist der Zwergengesandte und ja, wenn man das so spielt, wie ich das gespielt habe, dann hat man hier oben alle Zeit der Welt, ihn zu killen. Er muss nicht irgendeinen Brief schreiben und ihn irgendwie rauslocken. Problem, da unten sind noch seine beiden Gorillas. Da irgendwo außen, aber ich kann ja theoretisch jederzeit oben das Seil zur Flucht benutzen. Aber solange ich noch hier das Anti-Zwergen-Ode-Toilett habe, kann ich auch einfach hier vorbeilaufen. So, jetzt wird es ein bisschen, ja, gefährlich, könnte man sagen. Ich muss erstmal irgendwie da rüber. Stixi, so geht das. Hier oben kam ich her. Wo will ich eigentlich hin? Ich will... Na, da ist auch so eine Ritterin, das ist auch gefährlich. Irgendwie auf die andere Seite. Mach mal den Patschefuß. Es gibt da unten so ein schönes Fass, mit dem kann man, wenn man genau die richtige Sekunde... Oh. Genau die richtige Sekunde erwischt, kann man mit diesem Fass zwei Ritter auf einmal ausschalten. Mit dem Fass da unten, da ist noch irgendwo einer da. Aber das ist eine Kunst für sich und ich muss erstmal hier runterkommen. Außerdem muss dazu erstmal ganz dringend eine Mutantenschabe weg. So. Also, da unten. Da läuft hinten so eine Ritterin hin und her und eine andere mit einer Mutantenschabe im Schlepptau, die läuft hier hoch. Und dann geht die wieder und es muss ganz dringend zuerst die Mutantenschabe weg, sonst geht das alles gar nicht. Das ist aber gar nicht so schwer. So, jetzt kommt sie sogar, hat irgendwas gehört. Das war eigentlich komplett suboptimal. Huhuhuhu. Aber sei es drum. Geh weg. Genau. Also. Jetzt geht's darum, da unten die richtige Stelle zu treffen. Das Fass kullert runter und knallt gegen die rote Kiste. Das heißt, beide Ladies müssen irgendwie grob in der Nähe dieser roten Kiste sein. Und zwar in dem Moment, wo die da unten zerbricht. Und das dauert ja auch nochmal so einen Moment, bis die runtergekullert ist. So, jetzt zum Beispiel ist es schlecht. Jetzt kommt die zurück und wird hier oben sein. Und das wird nichts werden. Also da muss ich den nächsten Zyklus abwarten. In meinem Übungsdurchgang habe ich das auf Anhieb geschafft. Deswegen nehme ich an, dass es mir jetzt hier komplett in die Hose geht. Und die haben dieses Treppengeländer hier aus dem Stein rausgehauen, offensichtlich. Und die haben es irgendwie aufgehört. Wo ist denn die zweite? Ach, die steht da schon. Wenn die da steht, ist sie zu weit weg, glaube ich. Die muss sich auch bewegen. Und zwar muss sie auf dem Rückweg sein. Jetzt. Und im gleichen Moment muss die andere vorn sein. Da das jetzt ewig dauern kann, bis diese Konstellation mal zustande kommt, werde ich das im Video mal ein bisschen überblenden.
Jetzt ist eine Chance. Puh, es hat funktioniert. Jetzt habe ich zwar die eine Lady hier oben angelockt, aber das ist halt so. Die läuft runter und stellt... Was machst du denn, Mädel? Also, wie ein Trampeltier. Es ist unglaublich. Ja, da waren gerade noch zwei deiner Kolleginnen. Von denen ist nichts mehr übrig. Und dir, dir wird's bald genauso gehen. Aber du hast noch ein bisschen Schonzeit, weil du echt unglaublich blöd stehst und auch irgendwie im Moment nichts weiter störst. Aber so wie hier gesehen, kann man das mit diesen Ladies machen. Und die Belohnung ist hier ein Eisenerz und da eine instabile Spore. Und hier ist der Raum, wo sie vor und runter geschubst worden ist. Und hier gibt es übrigens was, nämlich das nächste Artefakt. Giftige Spore geht nicht, Goldharz geht nicht, gehen Insekteneier. Auch nicht. Dann bastel ich mir wenigstens mal wieder was. Ich brauche dringend eine neue Falle. Und ein Dufttrank kostet Goldharz und Insekteneier, also her damit. Und dann kann ich die auch einsammeln hier. Eins und zwei. Für die nächste Lady gibt es hier oben eine formvollendete Glocke. Wo ich jetzt gar nicht hinkomme. Scheiße, 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 scheiße. Stixi. Hüpf. Nee, so. Nee. Das geht so mal gar nicht. Die ist schon wieder weg, also komm. In Ruhe. Hüpf doch mal da hoch. So. So geht das nicht. Vielleicht ganz einfach so. Ja. So einfach geht das. Da, sie kommt wieder. Und der Klon darf sie einfach wieder locken. Und dann muss ich hier im günstigen Moment die Glocke fallen lassen. So. Das war ja fast ein Volltreffer. Und diesmal kommt keiner runter zum Nachschauen. Schön. Und das heißt, ich kann mir hier was schnappen. Goldharz brauche ich nicht mehr. Insekteneier. Ah, das war's. Und hier ist mir irgendwie viel zu hell. Ich sollte mal ein bisschen Licht ausmachen. Hier. Oh. Ui, das habe ich voll vergessen, dass hier diese scheiß Schaben sind. Aber gut, dass die eine jetzt schon weg ist. Vielleicht klappt das ja sogar nochmal. Nee, da war ich zu weit weg. Schade. Komm du mal hier an die Ecke. Zur Vorsicht, hier oben sind die beiden Zwerge. Die beiden Gorillas vom Zwergengesandten. Wenn ich da zu nah rankäme, könnten die mich riechen. Und da ist ein napfsülziger, ungerüsteter, männlicher Dunkelelf.
Aber der ist da auch nicht alleine, fürchte ich. Nee, der ist da nicht alleine. Wie läufst du jetzt? Ach, du gehst zurück. Ach so. Ach, schade. Na gut. Übrigens darf man jetzt, nachdem der Gesandte tot ist, auch wieder Alarme auslösen. Das heißt, ich darf jetzt wieder Klone sehen lassen und ich darf auch wieder mit dem Trick arbeiten. Lege eine Leiche unter eine Glocke, präpariere die Glocke und lass das Protokoll den Rest erledigen. Das würde ich auch gerne wieder machen. Dafür brauche ich aber erstmal eine Leiche. Und davon gibt es ja gar nicht so viele. Und der da wäre einer, den ich da gut gebrauchen könnte. Oh, hier ist Eisenerz. Schön, dass ich sehe. Deswegen packe ich mir den mal in eine finstere Ecke. Und packe das Eisenerz ein. Zwei Stück. Und muss mir mal überlegen, wie ich da jetzt weiter vorgehe. Ich muss hier von oben nach unten vorgehen. Das heißt, ich muss hoch, aber erstmal hier einen Klon hinspucken. Und dann hier rauf, da ran. Achtung, da hinten ist jemand. Scheiße. Oh. Da ist auch jemand. Mensch. Die ist das nächste Ziel, also bloß keinen Fehler machen. Ganz cool bleiben. Alles wird gut, alles wird gut. So. Hier rein. So. Also, da ist ein Fass. Das Fass gehört auf die Ritterin unten. Leider kann man quasi überhaupt nicht sehen, wann die soweit ist. Und außerdem latscht hier gerade Gott und die Welt vorbei. Und da hinten sind die Zwerge. Hier in Position. Jetzt kommt der Spionageklon. Ah, scheiße. Das hat gewirkt. Eisenerz und ja, Panik. Erstmal hier ran. Und runter. Puh. Also, in dem Moment, wo die hier losgeht, hier irgendwo ungefähr, und dann hier runter geht, muss man da oben das Fass runterschubsen. Das wusste ich noch aus meinem Übungsdurchgang. Und dafür war der Spionageklon da, mir die Gelegenheit zu geben, das zu sehen. Leider hatte ich nicht die Gelegenheit, das Feuer zu erklären, weil das so plötzlich kam. Dafür finde ich hier zweimal Eisenerz. Und eine instabile Spore. Und ein Artefakt. Und kann ich noch was einsammeln? Nee, das ist es ja gewesen. Ist ja aber auch eine ganze Menge. Ich beschwere mich nicht. Und hier hinten liegt, glaube ich, nichts mehr. Nö. Da möchte ich auch nicht hinlaufen, weil das ist Licht. Und Licht ist, wie wir alle wissen, schädlich für Goblin. Meuchler. Dann denke ich mal, ist es am besten, wenn ich da drüben weitermache. Also hier das Seil. Hüpf. Runter. Tür auf. Da ist jemand. Klon. Und der Klon muss sich beeilen. So. Da steht eine Lady. Da hinten, die rote. Für die ist das Fass. Hier ist so eine Schabe. Das ist aber egal. Das ist eh nur ein Klon hier. Und ich habe Glück, dass hier eine Schabe angekrabbelt kommt.
Und sogar noch eine. Ja, ist ja heute schon Weihnachten. Komm zu mir. Dieses Schabentothauen, das macht mehr Lärm, als man glaubt. Dann. Gibt's hier drin ein Artefakt? Da die Tür auf. Also die Falltür. Hier oben. Licht aus. Da draußen ist jemand. Eisenerz. Noch irgendwas? Ja, instabile Spore. Spuck. Insekteneier brauche ich nicht. So, hier könnte ich mal was runterkarren lassen. Ich bräuchte einen Klon. Und du gehst mal hier hoch. Da ist keiner. Nee, wo ist das festgemacht? Ah, hier sind auch schon wieder welche. Und die sehen mich. Scheiße. Oje, oje, oje. Kommst du hier reingelaufen? Die Tür ist offen. Das könnte sein. Nee, kommst du nicht. Artefakt. Und du? Kommt sie da unten rein? It's a trap. Spuck. Keine Ahnung, ob die da draußen was trinkt, aber ja, wenn doch, wohl bekommst. Hier ist noch ein Eisenerz. Und dann hätte ich eine Etage tiefer die eine Ritterin ausgeschaltet. Genau, da liegt sie. Jetzt könnte ich mal noch Sand einpacken. Hatte ich gar nicht mehr, glaube ich. Da habe ich jetzt ein Fass. Und das ist wie gemacht für die eine Ritterin. Ab und zu hier draußen lang patrouilliert. Mach mal das Licht aus. Da kommt sie schon. Das war leicht. Wieder eine weg. Das war die, die mich da schon mal immer genervt hatte, weil die immer außen um diesen großen Ritualplatz rundherum läuft oder um diesen großen Tempelplatz oder was auch immer das sein soll. Licht aus. Und dann habe ich hier erstmal freie Bahn. Da hinten ginge es raus, aber ich will ja noch die ganzen Gegner erledigen. Und dazu müsste ich oben weitermachen. Aber der Herr da unten. Der da geradeaus, der ist das nächste Ziel. Dazu muss ich ihn erstmal erlegen, den guten. Was nicht so schwierig ist, weil ich glaube, der geht regelmäßig mal weg. Zum Trinken. Aber ich darf ihn nicht vergiften. Weil ich seine Leiche mit offensichtlichen Mordverletzungen benötige. Dahin. Klon. Hier. Falle. Und Styx geht mal in Deckung. Vielleicht besser hier drin. Jawohl. Dann. Da ist eine Ritterin und wartet auf unvorsichtige Goblins.
sieht jetzt gleich die Leiche. Look what he did. Und wird hoffentlich zum Protokoll übergehen. Ja, das tut sie. Schön, dass sie ihre Grundausbildung allesamt bestanden haben. Ja, da liegst du. Meine liebe Grazie. Ich habe hier Wasser, kann ich jetzt vergiften. Ich habe hier Licht, das geht jetzt aus. Giftige Spore geht nicht. Und dann habe ich hier erstmal niemanden mehr. Niemanden außer mir und dem Artefakt. Licht aus. Sand brauche ich gerade nicht. Das hier war nur so ein Schlupf, richtig? Ja. Dann könnte ich jetzt da oben die Treppe hoch zum Dampfbad, aber ich glaube, es ist geschickter, das von außen zu erledigen. Ich habe ja jetzt hier freie Bahn soweit, weitestgehend. Wobei, nee, da ganz oben war ich ja noch gar nicht. Oh ja, stimmt. Und irgendein Ritter trampelt da gegen Vasen. Naja, mal schauen. Ach, hier kommt die her. Ah, die läuft hier. Okay, die läuft an der Truhe vorbei. Das ist dann relativ simpel. Nur für den Fall der Fälle. Sie kommt wieder. Und sobald sie nahe ist, grölen, dann läuft sie zur Truhe und dann sollte das alles seinen Gang gehen. Show yourself! Nee, nix da. Jetzt habe ich da zwei. Die sind normale. Da könnte ich mal einen Suizidklon einsetzen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Das müsste eigentlich funktionieren. Okay, der andere war offenbar noch zu weit weg. Eigentlich sprengt der Klon mit seiner Giftwolke ja auch nahegelegene Gegner mit weg. Das war jetzt kein Alarm, weil es ein Klon war. Aber auch nur deswegen, weil ich den Zwergengesandten schon ausgeschaltet habe, sonst wäre noch dieser Du darfst ihn nicht erwischen Modus aktiv. Du darfst ihn nicht erwischen lassen Modus aktiv. So rum. Und dann wäre das jetzt eine gescheiterte Mission gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich noch länger warten können. Auf den zweiten hier, Eisenerz. Das hätte vielleicht was gebracht. Wer weiß. Hier, das Dampfbad. Ich glaube, hier ist jetzt im Moment gar keiner. Außer eine Etage tiefer. Da sind noch welche. Die sind als nächstes dran. Deswegen bin ich da vorhin nicht die Treppe hochgelaufen. Das ist ein Dietrich, richtig? Ja, kann ich nicht tragen. Ich finde einmal Eisenerz und ein Artefakt. Und ein Massageball, auch bekannt als instabile Spore. Und weil es so schön ist, Spuck. You're loving it. Nutzt nur nichts. Hier mal aus. Schnell, 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 schnell. Eine Lady und da ist eine Ritterin und da ist ein Schmucknapf. Da komme ich aber vielleicht nicht wieder rechtzeitig weg, deswegen lieber so. Jetzt habt ihr da was gesehen, aber was es war, weiß niemand. Ja, jetzt muss ich einfach nur abwarten.
Ich hoffe, die... It was just a shadow. Genau, just a shadow. Ich hoffe, die Ritterin hat Durst schon von ihrer ersten Runde. Die stellt sich jetzt daneben und tut gar nichts. Och, nee. Also wieder ein Geduldsspiel. Trinkst du was? Trink was, trink was. Trink was, schön. Dann ist die weg und dann wird die andere das vielleicht merken oder auch nicht. Und dann ist sie aber auch gleich weg. Oh. Surprising. Israel, look at what he did. What did he denn? Huh? Ich habe nichts gesehen. Mal kurz Zwischenstand. Ich brauche noch noch ein Artefakt. Ach so. Schön. Gut, dann muss ich überlegen. Jetzt geht's ja eigentlich fast nur noch in dem großen auf dem großen Platz da oben weiter. Da steht eine Ritterin, die rührt sich nicht, glaube ich. Da drinnen ist aber noch eine, die dreht ihre Runden. Die wäre eigentlich das nächste natürliche Ziel, weil es hier so eine schöne Kiste gibt. Und die ist groß genug für eine dicke Ritterin. Selbst für eine dicke. Auch wenn die, die da kommt, gar nicht dick ist. Aber umso mehr reicht die Kiste aus. Jetzt kommt es nur auf das Timing drauf an. Und da kommt gerade die nächste. Das wird ein riesen Trara geben. No one must disturb the circle. Ja, genau. No one must disturb the circle. So sieht's aus. Damn it! Never be like that, I swear. So. Da ist so ein normaler Typ. Die Priesterin hat sich wieder eingekriegt. Die Ritterin dreht ihre nächste Runde. Stixen hat keiner gesehen. Runter. Mach hier mal Licht aus. Hier auch. Überlegen. Da ist die Glocke. Da kannst du auch mal hier so machen. Irgendwie hier musst du dich sehen lassen. Vielleicht geht das ja sogar von alleine. Ja. Ja, der Klon stand so günstig, dass sie ihn gesehen hat, weil es da auch hell war und sie ist in gerader Linie drauf zugelaufen und ich habe den Klon weggehauen, als sie im gelben Bereich war. Das heißt, sie ist nicht hingerannt wie eine Irre. Sondern war im gelben Suchmodus. Hier. Brauche ich das? Nee, brauche ich nicht. Jetzt geht's an die Mitte. Vorsicht, links ist immer noch diese Ritterin. You have let the talking goblin escape during the ritual. Disgrace upon you, Castasiel. Those who participate in the ceremony must pay for it with their lives. Please forgive us, honorable Castasiel. We were so focused on worthily completing the trial. Eat your excuses. You have committed a supreme affront against our High Priestess. You've humiliated us all by your failure. You will be punished for it, that I promise you. Hättest du doch mal selber nach dem Torklin-Goblin gesucht, wenn du glaubst, dass das alles so einfach wäre, du Tussi. Also ehrlich. Nicht dabei gewesen sein, keinen Finger krumm gemacht haben, aber das große Maul haben. So, da kommt der Kollege. Ich gehe mal auf Tauchstation.
Ich glaube, der dreht hier eine Runde um dieses Rondell. Hier vorne darf ich ihn aber nicht killen, weil das sieht die da hinten. Das sieht zwar nicht so aus, aber das ist so. Ich muss warten, bis er da hinten irgendwo ist. Oh, das war zu früh raus. So, das ist günstig. Die Leiche brauche ich vielleicht sogar noch. Weiß ich noch nicht so genau. Dahin. Als nächstes muss die da weg, die da so die ganze Zeit rumsteht und glotzt. Das Problem ist, ich habe jetzt da hinten nur noch eine Glocke. Die Glocke ist aber für die Ritterin da ganz hinten. Und ansonsten habe ich hier nichts mehr. Das heißt, oh, da oben. Da oben flattert was. Das heißt, ich werde jetzt wohl oder übel eine Falle benutzen müssen, weil ich sonst hier keine Möglichkeit habe, diese Ritterin unschädlich zu machen. Nee, alle Glocken. Ach nee, die da oben wäre noch. Ah nee, das wird aber nichts. Das macht die nicht. Nee, dann lieber eine Falle. Also, sie ist genau hier. Und vermutlich läuft sie im engen Radius hier durch. That noise. Ja, danke. Jetzt habe ich da erstmal freie Bahn. Achtung, da hinten ist noch die Ritterin. Die habe ich ganz am Anfang schon mal hinter dem Tor gesehen. Ganz am Anfang von der Episode hier. Jetzt darf ich nur keinen Fehler mehr mit dieser Priesterin machen. Dass die mich noch sieht, das wäre es noch. Ja, wo ist deine große Schnauze jetzt, hä? Hier, Eisenerz und instabile Spore, genau das, was ich brauche. Und jetzt würde ich da wieder eine Glockenfalle bauen. Dazu brauche ich eine Leiche, nehme ich doch die hier. Mit der Leiche muss ich erstmal irgendwie halbwegs in die Nähe. Am besten so hier dahinter. Dann kann ich hier noch eine Falle bauen. Klon. Dann muss die Leiche in Position. Und Sticks kann zurück und die Show genießen. Das hat noch nicht gereicht. Vorsicht, ich darf sie nur in den gelben Bereich blöken, weil wenn sie jetzt schon orange wäre, dann würde das alles nicht funktionieren. Tja, Protokoll, oder? Na klar. Perfekt. Das hier war ihr Tor, das sie bewacht hat. Dahinter war ich. Da waren die zwei Schaben. Ich habe das Tor aber nicht aufgemacht. Das hätte sie total aufgeregt. Ach so, hier war doch irgendwo noch dieses... Ach, da oben. Genau. Moment. Kann ich die erwischen? Ja, kann ich. Und sie fällt nicht runter. Sei es drum. Ich glaube, jetzt bin ich hier alleine, bis auf die beiden Zwerge. Die sind noch da. Also die beiden Zwergenwachen vom schon bald kalten Gesandten. Für die brauche ich zwei Fallen. Es geht nicht anders. Hier gibt es einfach zu wenig Sachen, womit man jemanden killen kann, der eine Rüstung trägt. Vor allen Dingen, wenn es ein Zwerg ist. Ich darf also nicht so nah daran laufen an die. Und muss mir erstmal irgendwo einen
Handwerkertisch suchen. Ich glaube, da drüben war irgendwo einer. Ich patsch mal durch die Gegend. Es dürfte sonst keiner mehr da sein. Und wenn doch, würde ich es gerne wissen. Also, ich brauche zwei Fallen. Ich habe nur noch eine. So, Achtung, hier Loch. Irgendwo war doch hier einer. Hier oben. Ja. Ich kann nur instabile Sporen und Eisenerz einsammeln. Und bastle mir jetzt mal... Ah, die instabilen Sporen sind gerade schlimmer weg als der ganze Rest. Jetzt habe ich zwei Fallen. Da kommt noch eine, damit ich immer eine in Reserve habe. Dann geht's zurück zu den Zwergis. Dann werden die noch ausgeschaltet und dann habe ich mal wieder hier alles abgeräumt, soweit ich weiß. So, Achtung. Das ist nicht ungefährlich. Das lasse ich lieber mal einen Klon machen. Nicht reintorkeln, mein Guter. You've got it, really? Und da kam nur der eine. Es ist ja toll. Ich habe mir gerade Sorgen gemacht, wie ich eigentlich den zweiten dann ablenke, der dann wild durch die Gegend rennt und sagt, mein Zwergenbruder ist gefallen. Aber irgendwie war das gar nicht so schwierig. Nochmal. Schön lange hier aufhalten, dass es ja schön nach Goblin stinkt. Es kommt er. Das ist nicht dein Ernst, Zwergi. Okay, da muss noch mal ein Klon helfen. Oh. Da ist ja wohl doch der Geruchsschwerte gefolgt. Na gut, dann Klon weg. Jetzt bin ich ja aber ganz alleine, richtig? Ja, da drin liegt der tote Gesandte. Der wird dann hoffentlich gefunden. Ich habe jetzt noch das letzte Artefakt zu finden. Und dann war's das. Das letzte Artefakt ist da ganz in der Nähe vom Missionsende, vom Sektorausgang. Und das ist das erste Artefakt, was, wie ich finde, fies versteckt ist. So wie ich das eigentlich vom ersten Teil gewöhnt bin. Vom ersten Teil von Styx, Master of Shadows. Und zwar kann man hier ja das Tor aufmachen. Soweit so bekannt. Und dann ist hier, unter diesem Eimer, geh weg, Eimer, das Artefakt, was man aber nur sieht, wenn man den Eimer durch die Gegend dotzt, was man ja normalerweise als guter Styx-Spieler nicht tut. Also Artefakt und hier nochmal Eisenerz. So, jetzt habe ich wieder alle Artefakte gesammelt. Ich bin ganz guter Dinge, dass ich alles habe. Bevor ich den Sektor verlasse, einmal speichern. Und dann mal schauen, was passiert. Habe ich selber noch nicht gesehen. The elves have assassinated the ambassador. So, that's one dead dwarf and a useful war brewing. Coming back to Karengar wasn't such a bad idea after all. Errungenschaft, Saat der Zwiechtracht. Welch passender Name. Also, Mission abgeschlossen, 765 Fertigkeitenpunkte.
Töte Barryman 230. Das war die Nebenqueste, richtig. Neben den reinen Quarz habe ich auch gemacht, stimmt. Schnelligkeit habe ich wie üblich nicht gespielt. Schatten habe ich wieder gemacht und gefundene Artefakte 20 von 20. 1095 Punkte. Es gab jetzt hier, finde den Zwergengesandten, töte den Gesandten, ohne dabei entdeckt zu werden, habe ich gemacht. Alternativ, isoliere den Zwergengesandten, locke den Gesandten in die Halle der Priesterinnen, locke den Gesandten ins Badehaus, begib dich zum Treffpunkt. Ja, man hätte hier irgendwas machen können. Das ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn man das Emblem der Gnade spielen will. Da darf man ja niemanden killen, außer das explizite Missionsziel, was hier der Gesandte war. Aber da ich ja nicht Gnade spiele, konnte ich mir das hier sehr viel einfacher machen. Vertusche den Mord mit dem Dolch der Priesterin, habe ich gemacht. Gehe zum Ballon. Und im ersten Sektor war es, gehe im Turm nach oben, stiehle Maolaks Anhänger, öffne den geheimen Durchgang, nimm den Dolch, flieh aus dem Heiligtum, töte Barryman und nimm den reinen Quarz. So, das war die Mission 7. Und fortfahren. Mission 8, Sabotage, Heliodryns Flugschiff. In Korangar liegt ein Aufstand in der Luft. Seit Styx den Gesandten der Zwerge ermordet hat, werden die Spannungen zwischen den Zwergen und den Dunkelelfen zunehmend größer. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Situation eskalieren wird. Styx kehrt zum Flugschiff zurück, um Jarak zu treffen und ihm eine Zeichnung zu zeigen, die er beim Gesandten gefunden hat. Vielleicht handelt es sich dabei ja um eine Schatzkarte. Oder es lauert große Gefahr. Lass mich raten, Zweiteres. You say that the ambassador had this on him? Yep. It's a dwarf machine. I'll take your word for it. I don't read dwarf. A machine that produces amber. Oh yeah? Where is it? The only place they could hide such a machine. Beneath the prison. Without amber, Lysrel would be even weaker. Yes, we will need explosives. Don't tell me you plan to destroy the amber machine. Yes, and you are going to help me. No fucking way. That machine is a blessing. You still don't understand that true power lies in quartz. It will free you at last from the amber. Okay. So, where do I find the explosives? In the Hunter's Village. Then meet me at the prison. Och, hat aber schöne blaue Augen, oder? Hehehe, Jarak. Ich mag den irgendwie. Schade, dass ich den nicht auch mal steuern kann. Hehe. Ja, ich gehe mal wieder an meinen Grabbeltisch. Hier. Ich habe 1160 Punkte ausgegeben, weil noch welche übrig waren. Ja, ich hatte immer gesagt, hier im Bereich Heimlichkeit gibt es noch so ein paar. Moment mal zurück. Ich habe hier schon was Ultimatives, da. Also hier ist das letzte Mal, wo ich den reinen Quarz benutzen kann, sollte ich auch tun. Auch wenn da oben nichts ist, was ich brauche. Ich habe immer gesagt, hier gäbe es vielleicht noch was, was sinnvoll ist. Nämlich hier die Geräuschunterdrückung. Nee, das ist nicht sinnvoll. Stimmt. Das brauche ich alles gar nicht. Wenn überhaupt, dann hier die Latenz, weil ich dann hier schneller da oben bin. Also, Heimlichkeit. Latenz auf leisen Sohlen. Das ist wieder interessant, das hilft mir. Dann hier körperlose Unsichtbarkeit. Wenn Styx unsichtbar ist, geht er in einen körperlosen Zustand über. Nein. Die Energie des Quarzes weitet die Unsichtbarkeit von Styx aus. Das ist auch, ja, das ist eigentlich völlig egal, aber ich will nicht angegriffen werden, wenn Styx unsichtbar ist. Dann ist meine ganze Taktik nicht aufgegangen. Deswegen hier Unsichtbarkeitsblase. Okay. Ja, habe ich noch 270 Punkte. Und ja, nochmal schauen. Also das hier ist, wenn Styx unsichtbar ist, verursacht er keine Geräusche mehr und kann daher unbesorgt rennen, ohne Angst zu haben, dass seine Gegner ihn hören oder, ja, Quatsch. Hier kann ich unsichtbar dann einen Gegner killen. Goldharzdolch. Kann ich mir gar nicht leisten. Wiedergeburt. Ja, kommt eine Wiedergeburt im Bereich Klonen. So.
Die 60 Punkte bleiben wieder mal übrig und ich glaube, man schafft das in einem Durchgang des Spiels gar nicht, sich genug Fertigkeitenpunkte zu verdienen, um hier alles abzuräumen, weil ich bräuchte jetzt ja theoretisch, mal rechnen, 180, das sind dann schon 300, 400, 650, 650, das sind 550, hätte ich schon 1200, 1470, 1470, 1770 und 2000. Ich brauche noch 2300 Punkte. Gerade hatte ich mal so die Hälfte davon. Also man müsste noch zwei komplette Missionen machen mit ähnlich vielen Fertigkeitenpunkten, wie ich sie gerade verdient habe, um sich ja alles zu leisten, wofür es ja auch eine Steam-Errungenschaft gibt. Das wird man, glaube ich, gar nicht schaffen, weil es gibt nur noch eine achte Mission. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Was brauche ich denn? Kann ich irgendwas einsammeln? Tränke, Tränke, Tränke. Nein, habe ich alles. Anfertigen könnte ich einiges, aber hier Eisenerz und vor allen Dingen instabile Sporen sind das Problem. Und genau das findet sich hier ja nicht. Nur blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Wo ginge es denn los? Ah, ich muss erstmal mit Jarak reden. Gut, dann rede ich nochmal mit Jarak. So, I take care of finding your fucking explosives and I meet you at the gates of the prison. That's it. And I'll find the exact location of the machine and discover its weak points. And where do I find your fucking explosives? Up the ass of the Wilderan dwarfs? I learned that one of the dwarf bombs is in the upper warehouse of the city. The dwarves have hired a human to transport their precious explosives. Okay, I'll figure something out to find the rest. Jarak, if you find the source of Amber, keep some for me. It'll knock a chunk off your debt. You should stop that poison. It enslaves you to Lissel as much as it has enslaved my own people. How do you think she found you in Thoban? Keep your advice to yourself. Someone smart once said, virtue is the perfect balance point between two vices, and hypocrites like you are the crack between my two ass cheeks. Und er kratzt sich direkt an selbigen. Ach. Styx, ich glaube, er meint's gut mit dir. Wobei, ja, Goldharz mag ein Gift sein, da gebe ich ihm sogar recht ein Stück weit nach allem, was ich bisher in den ersten zwei Teilen gelernt habe. Allerdings, ohne Goldharz gäbe es Styx nicht. Und wie sagte Styx im ersten Teil? Du bist eine Goldharz-Kreatur. Eine Kreatur des Goldharzes. Deswegen hat er ja auch all diese Fähigkeiten. Kein Goblin kann sich normalerweise unsichtbar machen. Kein Goblin hat die Fähigkeit zu klonen. Kein Goblin hat die Fähigkeit, die Goldharz-Vision zu benutzen. Das kann er nur, weil er eine Goldharz-Kreatur ist. Und für ihn ist das nicht unbedingt Gift. Der einzige Nachteil von Goldharz für ihn ist, dass irgendwelche anderen Typen, wie zum Beispiel Lysril, ihn aufspüren können. Aber ansonsten ist Goldharz für Styx eigentlich eine feine Sache. Ich bin gespannt, wie es ausgeht und wie es weitergeht mit der achten Mission und dem Start selbiger. Dann geht es auf jeden Fall weiter im nächsten Teil. Bis dahin!